Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Amiga CD32 und Commodore CDTV Special. Ja, auf der einen Seite haben wir das Amiga CD32, eine extremst innovative Konsole aus den Is this your idea 90er of a great Jahren, adventure game? sehr gescheitert auch an Or der is this? großen Konsolenkonkurrenz in dieser Zeit und auch daran, dass tatsächlich hier Introducing the Amiga Amiga von der Nachfrage CD32, the world's total first überrannt 32-bit game machine. worden ist. Und es gab auch schon Years in finanzielle development, Schwierigkeiten Commodore's oder mal advanced wieder graphics finanzielle architectures Schwierigkeiten, have sodass allowed man finer detail than any competing insbesondere product. zu den Hauptgeschäften, Weihnachtszeit etc. And over 250,000 gar cards nicht on genug screen at Geräte once. liefern konnte. Und Combine this so graphics ist power das with a mighty 32 68020 relativ schnell microprocessor and CD stereo wieder aus sound, dem and the Rennen gewesen. possibilities are Eine limitless. Geschichte, die ein bisschen bezeichnend ist für Commodore und Amiga und hier leider auch nicht besser war als beispielsweise bei dem CDTV, ein Computer, eine Konsole aus den 80ern und eins der ersten Geräte oder das erste Gerät, was mit CD-ROM geliefert wurde und so mit Speicherdimensionen und Möglichkeiten gearbeitet hat, die da undenkbar waren und damit zu früh auf dem Markt gewesen ist, einfach den falschen Einstiegspunkt erwischt hat. Was ihr gerade im Hintergrund seht, ist ein Commercial, was auf der CD zu Wing Commander und Dangerous Streets mitgeliefert worden ist. Ist natürlich But the ziemlich Amiga Selbstbeweihräucherung, CD32 is far more aber than die just a game grafischen und machine. It can run Soundmöglichkeiten most existing sind tatsächlich CDTV so gewesen, software. wie dort auch The dargestellt. state-of-the-art Ja, in CD diesem audio Special player möchte with ich a euch graphical drei user interface Spiele and its great for vorstellen, desktop video exemplarisch aus and dem Bereich multimedia presentation, CD32 like und the one you're watching CDTV right now. als So Zusammenschnitt. when you're ready Ich to habe break das the zwar barriers of alles auch traditional als game Original bei mir machines. zu Hause, aber kein CD32 und keine ordentliche Möglichkeit, das Amiga 1200 aufzuzeichnen. Take a look at the Amiga Daher stelle ich euch CD32 das Ganze and auf blow diese Art und away the Weise vor. Lasst competition. mich bitte wissen in den Kommentaren, ob ihr mehr Videos und Specials dieser Art sehen wollt. Wenn ja, kommt da noch einiges nach. Ansonsten wünsche ich euch aber an der Stelle auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit den vorgestellten Spielen. Ja, und als allererstes haben wir hier das Spiel Banshee von Core Design. Die Story ist eigentlich relativ nebensächlich. Die Styx haben ja, ein Land überfallen oder einen Planeten überfallen. Und ein genialer Erfinder hat ein Fluggerät geworfen mit modernsten technischen Finessen, was es wohl bis dahin noch nicht gegeben hat. Und zwar die sogenannte Banshee. Und mit dieser Banshee werden wir uns in einem Shooter durch fortlaufende Level kämpfen. Also es gibt da keine Ladezeiten. Das Spiel geht immer weiter, lädt im Hintergrund nach. Ist meiner Meinung nach eins der grafisch bestgemachten Spiele aus diesem Genre und eins der wenigen Spiele, das auch grafisch speziell für das CD32 optimiert worden ist. Das CD32 arbeitet ja hier grundsätzlich bis auf einen Chip, den Akiko, mit denselben Voraussetzungen wie der Amiga 1200 und der Amiga 4000. Ich glaube, da war auch ein 68020 Motorola-Prozessor drin. Im Grunde konnte man so mit den entsprechenden technischen Voraussetzungen und einem externen CD-ROM auch am Amiga 1200 beispielsweise CD32-Spiele spielen. Auch nicht immer, hat nicht immer gut funktioniert, aber meistens nur. Ich habe jetzt, trotz dass ich auch die ganze Hardware habe, ein Problem, euch das in anständiger Qualität zeigen zu können. Deswegen habe ich hier auf bereits im Netz vorhandene Ausschnitte zurückgegriffen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber zumindest ist der Audiokommentar original. Ich habe all diese Spiele und habe all diese Spiele auch gespielt. Wobei ich sagen muss, vor allen Dingen Banshee und auch das nächste Spiel vielleicht nicht so gut wie gezeigt. Aber beim letzten Spiel in dieser Reihe, was ich euch zeige,
war ich deutlich besser als der Protagonist, der es dort vorführt. Also ein Geben und Nehmen in dieser Richtung. Und ich habe da jetzt auch einiges schon technisch ausprobiert mit einem Emulator auf dem PC und Disk-Files und verschiedenen Kickstart-Versionen und weiß der Teufel nicht was. Und habe jetzt nach vielen, vielen Stunden des Ausprobierens vorerst aufgegeben. Wie gesagt, daher das Zeigen auf diese Art und Weise, weil auch meine Community, also ihr, auch nachgefragt habt, dass ich auf jeden Fall CD32 Spiele zeigen soll und was dazu sagen soll. Ja, und hier sind sie. Ja, Banshee erinnert mich so ein bisschen an den klassischen Shooter 1942, wer es kennt. Genauso aufgebaut, konnte man auch Loopings machen, Waffen aufsammeln, aber natürlich aus ein Spiel aus vergangenen Dekaden, stammt vom Spielhallenautomaten, wurde umgesetzt auf den C64, damals für den Amiga 1000, Amiga 500, für die ersten Generationen. Und auch über die Jahrzehnte hinweg erfreuten sich diese Art von Shootern großer Beliebtheit. Ich persönlich bin nicht so der Freund von Bullet Hell, also Projektilhöllen. Also wenn dann irgendwann der ganze Bildschirm voller Projektile ist, da kriege ich einen mittleren Nervenzusammenbruch. Das habt ihr vielleicht auch gesehen, als ich hier für euch R-Type gespielt habe. Deswegen ist es vielleicht besser, dass ich momentan nicht selber Hand anlege an den Joystick, beziehungsweise nicht vorhandenen Joystick. Aber da habe ich mir noch ein Stückchen Hardware besorgt, was mir in Zukunft möglich machen wird, auch wieder, so ich hoffe, mit originalen Amiga-Joysticks spielen zu können. Und da wird es aber auch nochmal ein Special dazu geben. Wann weiß ich noch nicht, lasst euch überraschen. So, hier sind wir schon beim nächsten Spiel. Das ist was mein Bruder Next früher bis zum Erbrechen gespielt hat. Ich war da eher so der passive Zuschauertyp, hatte aber damit auch viel Spaß daran. Und der ein oder andere wird es vielleicht schon erkannt haben, das Debüt oder eins der Frühwerke von Chris Roberts, ja, es ist fertig geworden. Und zwar handelt es sich hier um Wing Commander. Hier nur kurz angeteasert. Ihr werdet gleich ein Briefing sehen und dann ein Stück aus der ersten Mission. Das Briefing verschafft aber schon mal einen guten Eindruck, was mit verbesserter Grafik schon möglich war. Zu der Zeit auch schon durch starke Konkurrenz durch den PC, der, jeder weiß es heutzutage, alle anderen Systeme dann um Längen überrundet hat. Wer weiß, wo Commodore dann wieder heute stünden, wenn es nicht so viel Missmanagement und finanzielle Schwierigkeiten gegeben hätte. Vielleicht dort, wo heute Apple steht. Aber auch Apple hat ja da dem PC, was Spiele angeht, nicht viel entgegenzusetzen. Aber auch in ernsthaften Anwendungen war der Amiga relativ weit oder ganz, lange Zeit ganz weit vorne. Präemptives Multitasking, grafische Oberfläche lang vor Windows 3.1. Aber das nützt ja alles nichts, wenn das System sich am Ende nicht durchsetzt, die Entwicklung nicht passt und das Management falsche Entscheidungen trifft. Etwas, das ich auch heute noch sehr bedauere, aber wenigstens können wir noch in ein bisschen Nostalgie schwelgen. Ja, Wing Commander, für mich auch völlig unverständlich, dass es hier nur eine CD32 AGA-Version gegeben hat, selbst für den Amiga 1200 gab es die so offiziell nicht, sondern obwohl es problemlos möglich gewesen wäre, leider nur eine Version in reduzierter Grafikqualität. Aber das, was hier für damalige Zeit geboten wurde, Anfang der 90er Jahre, war schon ganz ordentlich, ließ sich mit dem entsprechenden Prozessor auch flüssig spielen, aber da musste man tatsächlich auch auf dem Amiga 1200 schon mal eine Turbo-Karte einlegen, um das Ganze hier in der Anschlussgeschwindigkeit spielen zu können. Auf dem CD32, ich muss es so sagen, waren die Gefechte gegen die Kielrassi und die Geschichte auf der Tiger's Claw geschwindigkeitsmäßig, wie soll ich das sagen, nicht immer leicht zu ertragen. Aber das war auf einem 386er PC auch nicht viel besser. So, Mission erfüllt. Zurück zur Tiger's Claw. Im ersten Abschnitt der Vega-Kampagne.
Wer kennt ihn nicht, den sogenannten Vega-Sprungpunkt? Und ab geht's zum Debriefing. Mission erfüllt, viele Rattis gekillt und weggetreten. Und nach dem Wegtreten geht es dann übergangslos weiter zum dritten Spiel in diesem Bunde. Ja, und hierbei handelt es sich um ein ganz besonderes Schätzchen, und zwar um den wenig bekannten zweiten Teil von Defender of the Crown. Eine stark erweiterte Version des ersten Teils. Das Spielprinzip ist immer noch das gleiche, aber das Ganze mit zusätzlichen Sequenzen hinterlegt, etwas aufgehübschter Grafik, Soundausgabe, toller Musik. Und wer jetzt denkt, das ist ein 90er Jahre CD32-Spiel, der täuscht sich. Hier sieht man, was schon in den 80er Jahren mit dem CDTV möglich war und auch weiterhin möglich gewesen wäre, wenn es das Publikum denn angenommen hätte. Ein Trauerspiel, immer wieder ein Trauerspiel, wenn ich daran denke, wie es dann letztendlich gelaufen ist. Wer weiß, wo wir heute spieletechnisch oder in der virtuellen Realität oder generell technisch stehen könnten, wenn die Entwicklung damals in den 80er Jahren vielleicht anders verlaufen wäre. Na, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, sind alles Spekulationen, aber wenn ihr hier mal seht, was mit dem originalen Amiga-Chipset in 32 Farben und wenn man die Speicherkapazität eines CD-Laufwerks zum Beispiel mal alles möglich ist, der wird nicht schlecht staunen, falls er das so noch nicht kannte. Ihr könnt euch zum Vergleich ja mal in meiner Retro-Gaming-Liste habe ich für euch die reguläre Version von Defender of the Crown mal durchgespielt. Und da könnt ihr ja mal vergleichen und seht da ganz deutlich den Unterschied. Wobei, vor allen Dingen grafisch hätte man es so sehr gar nicht, oder mit den Zwischensequenzen gar nicht so sehr abspecken müssen für den Amiga 500 damals. Aber man wäre dann, wer kennt es nicht oder wer erinnert sich nicht, man wäre zum Disc-Jockey verkommen, also hätte ständig Disketten wechseln müssen. Aber ich hätte das gerne in Kauf genommen und hätte vielleicht dann auch die später erschienenen externen Festplatten dann für meinen Amiga 500 genutzt. Ich war da ja durchaus sehr investitionsfreudig, obwohl ich noch zu Schulzeiten unterwegs war damals. Und sobald es möglich war, zur C64-Zeit musste meine Familie noch bezahlen, ich musste meinen Computer mit meinem Bruder teilen. Hat leidlich funktioniert, bis ich dann meinen eigenen C64 bekam. Und zu Amiga-Zeiten, so früh ich konnte, habe ich Nebenjobs angenommen, um mir eben auch zusätzliche Hardware zu finanzieren. Es gab natürlich auch immer wieder Zuschüsse aus der Familie. Vielen, vielen Dank dafür. Auch wenn ich den meisten das, da sie nicht mehr unter uns weilen, leider auch nicht mehr persönlich mitteilen kann. Ich denke an euch. Auch alleine, dass hier die Figuren animiert sind und sich bewegen. Ja, aber es ist noch Sachen unverständlich an Funktionen rausgekommen. Ne? Also hier kann man ja mit den normalen Steinen schießen, auch die Brandbomben verwenden. Bei der Nicht-CDTV-Version kann man die Brandbomben nicht verwenden. Und ich meine, das muss ich aber noch verifizieren, das wäre selbst in der C64-Version möglich gewesen. Ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck gewonnen, dass man bei den Amiga-Versionen auf Sound und Grafik geguckt hat, aber einem die Funktionen oder die Funktionalität nicht so wichtig gewesen ist. Ein Fehler meiner Meinung nach. Nicht nur mir ist das nämlich aufgefallen. Nicht nur hier, auch bei Spielen wie zum Beispiel Red Storm Rising, was auf dem Amiga besser ausgesehen hat als auf dem C64, irgendwo logisch.
Aber die vielen liebevollen Animationen des C64 haben beispielsweise gefehlt. C64 übrigens auch noch ein Bereich, den ich mir vielleicht mal im Retro-Gaming anschauen werde, wird aber noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wenn euch das interessiert, dann lasst es mich bitte auch in den Kommentaren wissen. Generell bin ich sehr auf eure Kommentare angewiesen, weil ich weiß auch noch nicht so genau, in welche Richtung sich das hier entwickeln wird und möchte da eure Wünsche berücksichtigen. Was es auf jeden Fall geben wird, ich habe es ja vorhin kurz angedeutet, das Thema, dass ich auch mal mit Original-Joysticks spiele, die ich momentan auf der Tastatur schlecht spielen kann, mit Tastatur und Maus wegen der Emulation und wegen Fingerverknotung, dass es da was geben wird. Da habe ich mir nämlich aus Italien einen Adapter besorgt, mit dem ich meinen 9-Pol Sub-D an USB anschließen kann. Da bin ich mal gespannt, wie gut oder schlecht das funktioniert. Und da, wie gesagt, wird es mal ein Special geben. Da zeige ich euch den Adapter und die Joysticks, die ich so in petto habe. Aber da muss ich auch noch das Setting vorbereiten, das alles rauskramen. Ich hoffe, der Adapter funktioniert. Freund, die Philippa aus Italien hat schon nachgefragt, aber da, wie gesagt, fehlt momentan ein bisschen Zeit dazu. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht reichlich mit Spielestoff versorgt werden, bis es soweit ist. Nun will ich aber auch nicht die ganze Zeit durchgehend quatschen. Und jetzt wollen wir natürlich mal erstmal die in Gefahr geratene Jungfrau retten und mal gucken. Das sieht ganz gut aus, ob wir denn auch entsprechend belohnt In the werden wohl. keys from the fallen guard, you enter a dimly lit chamber. There you find the frightened maiden you have been seeking and return with her to the safety of your home castle. You are captivated by her beauty Mindestens diese and Sequenz hat soon man she agrees to weitestgehend become your in wife. der Nicht-CD-Version belassen. Enemies of the king have infiltrated your Eieiei, army da haben and wieder die Räuber meinen sabotaged Sheriff überfallen und das halbe your Einkommen once ist weg. mighty weapon is now useless. One of your territories is under attack. Ja, wenn euch sowas gefällt, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr das One of your Abo-Glöckchen klingelt, dann territories is werdet ihr auch under immer attack. informiert, wenn ein neues Video veröffentlicht wird, eine Videopremiere geplant ist oder vielleicht ein Stream ansteht. Auch You've das done wäre noch it. eine The ransom has Möglichkeit, been raised and dass sent wir to mal einen Leopold of Livestream machen. Austria. A month later, Retro-Style. Richard the Lion-Hearted Wenn euch das returns interessiert, to lasst his mich doch gerne homeland. wissen, The für welche king Spiele grants euch das you interessieren vast würde. wealth and territories, but your greatest So reward nun lies in the knowledge that it was through your genießt efforts das that the Ende, rightful den Sieg, king den once again Abspann sits von on the Defender throne of of the England. Crown 2. Ich verabschiede mich bereits an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.